So, hallo, da bin ich wieder im nunmehr vierten Part des Let's Play Minecraft. Wir sind hier jetzt nochmal in unserer Höhle drin. Hier, was ist das? Raus mit dir, Grünzeug. Ja, ich denke, in diesem Part werden wir eigentlich auch noch nicht sonderlich an was Besonderes machen. Ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, dass wir hier noch ein bisschen die Höhle erweitern. Und dann denke ich, werden wir im nächsten Part irgendwann mal so ein bisschen die Welt erkunden, bevor wir dann irgendwie, ja, ich hab's noch nicht ganz genau geplant, was wir dann so machen könnten, aber wir werden bestimmt noch in irgendwelche Höhlen gehen oder, ja, was gibt's sonst noch? Wir einfach irgendwelche durch die Gegend laufen, nach irgendwelchen coolen Sachen suchen, immer wieder mal Ressourcen sammeln, die Höhle weiter ausbauen, was man eben so macht. Als Ziel habe ich mir jetzt eigentlich nicht wirklich irgendwie jetzt gesetzt, irgendwie das End zu erreichen oder so, weil ich das Ziel ehrlich gesagt ziemlich beschissen finde. Aber wir werden natürlich auch irgendwann ins End kommen, denke ich mal. Es kann nur noch etwas dauern. Da es gut sein kann, dass ich mich etwas schwer tue, da hinzugehen. Naja, aber das können wir dann eigentlich gucken. Ich denke, als nächstes werde ich mir erstmal diesen Baum hier zur Brust nehmen, der nämlich hier irgendwie, finde ich, so ein bisschen die Sicht versperrt. Gucken, ob man hier irgendwo hoch. Heimwerker. Bau. Eieiei. Fail, fail, fail. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Mann. Zack. Nein, hier kommt man auch nicht hoch. Kommt, da kommt man hoch. Jetzt müssen wir nur über irgendeinen von diesen Ästen drüber kommen. Und schon Hammers. So, ja, und dann. Huch. Würde ich sagen, fangen wir hier oben jetzt einfach mal an, uns diesen Baum zu fällen. Das finde ich ist echt der große Vorteil am Dschungelbiom, dass wir hier einfach richtig viel Holz haben. Und ja, ich finde es sieht einfach interessant aus, weil es schön dicht bewachsen ist. Und dieser ganze andere Kram. Also, ich mag das, ich persönlich mag das Dschungelbiom ziemlich. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Ob ihr lieber irgendwo anders bleiben würdet fürs Erste. Aber ich mag das eigentlich hier recht gerne, da man hier auch öfters diese, ne, Berge hat. Das macht das Ganze nicht so langweilig. Und diese ganzen. Oh, das waren jetzt nicht okay. Und diese ganzen Wasserbecken hier finde ich eigentlich sind auch recht interessant. Man hat praktisch eigentlich immer irgendwas zu gucken und das mag ich eigentlich am Dschungelbiom. Fällt gerade auf, dass wir kaum noch, dass unsere Hacke gleich kaputt geht. Schauen wir mal, dass ich das Teil hier noch wegkrieg. Zack, zack. Noch irgendwas. Mal schnell mit dem Schnitzel weggesenzt und dann haben wir das auch geklärt. Also, was könnte man auch sonst so machen? Hier so ein bisschen. So, das war's jetzt eigentlich. Eigentlich müssen wir hier oben jetzt nicht wirklich eine Workbench machen. Ich gehe jetzt hier einfach mal runter. Mal gucken, wo geht's da runter? Hier geht's runter. Blub. Natürlich, was wir auch noch mal dringend bräuchten, wäre irgendwie ein angrenzendes Biom vielleicht, wo man so ein bisschen
mehr Gras hat, damit wir hier uns eine ordentliche Farm anlegen können, aber naja, das denke ich, können wir dann gucken. Und ich verwechsel immer wieder, wo wir hier hochkommen. Immer wieder. Das gibt's gar nicht. So, dann konstruiere ich jetzt einfach mal so eine kleine, aber feine Treppe runter. Gucken, wenn wir jetzt da anfangen und da runter gehen, das werden wir dann da. Dann machen wir zack, da einen hin und da einen hin und da einen hin und da einen hin und da. Dann müsste das so eigentlich einigermaßen passen, dass wir hier provisorisch erstmal runterkommen, beziehungsweise hoch und dann, denke ich, kriegen wir das schon hin. Und wenn die Sonne hinter diesem Berg verschwindet, denke ich, es wird Nacht. Ich muss schnell mal reingehen. Aber das ist eigentlich erst ziemlich zur Hälfte. Das heißt, das wäre eigentlich. Wie soll ich mal zubauen? Es wäre eigentlich praktisch, wenn wir uns auf die andere Seite des Berges nochmal bis drüber unsere Höhle praktisch durchbauen. So. Damit wir da noch so ein bisschen praktisch sehen, wann wirklich jetzt Nacht ist und wann nicht und wann doch und warum und wieso und weshalb. Also, ich denke, das werden wir jetzt einfach mal in einem weiteren Part machen. Vielleicht nicht jetzt gerade, aber irgendwann wird das schon noch kommen. Machen wir das mal weg, damit hier nicht jeder so einfach rüberkommt. Und dann klatschen wir hier nochmal ein paar Treppchen ran. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und alle waren sie. Können wir einfach auch, das ist eigentlich ganz praktisch. Können wir das hier unten zumachen, kommt nicht jeder einfach so hoch. Dann machen wir das da unten nochmal. Zack, zu. Und ja, dann haben wir es hier drin ja eigentlich auch schon. Also dieses Fenster möchte ich eigentlich noch ein bisschen weiter fortsetzen. Wobei ich das dann selbstverständlich eher auf dieser Seite hier machen werde. Dann machen wir hier vielleicht irgendwie eine Wand rein oder so. Ich weiß es noch nicht genau. Und ja, ich denke, wir schauen dann einfach mal, was sich so daraus ergibt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ihr es eben gesehen habt mit diesem Ding vom Skype. Es liegt einfach daran, dass ich gerade vergessen habe, auf Besetzt zu gehen. Deswegen wurde ich eben angeschrieben und da oben ist Kohle. Das ist auch schon mal sehr schön. Dann können wir das hier eben noch wegkloppen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass da. Autsch. Dass da oben jetzt keine Höhle drüber ist. Nee, ich glaube aber nicht. Dann klatschen wir das hier gerade mal zu mit. Haben wir einfach noch Erde? Ja, hier haben wir noch ein bisschen Erde. Zack, 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 zack. Das mal weg. Das hier unten weg. Haben wir uns gleich noch ein bisschen Kohle mitgenommen. Ja. Dann haben wir hier noch ein bisschen Holz, wobei. Naja, das schauen wir jetzt erstmal. Ich werde die ganze Bude jetzt nicht aus Holz machen, aber das wird später noch kommen, wenn wir dann ein paar mehr Materialien zur Verfügung haben, wie irgendwie Wolle oder sowas. Kann man zum Beispiel noch einen schönen Teppich hinmachen.
bisschen einrichten und so. Ja, dann würde ich sagen, gucken, ob wir schlafen können. Ja, wir können schlafen. Und das bedeutet eigentlich, dass wir dem Ende der Aufnahme eigentlich schon recht nah sind. Es ist jetzt praktisch Tag geworden. Und ich würde sagen, mit dieser leichten Erweiterung der Höhle, sage ich jetzt mal, ist ja eigentlich eine Höhle, verabschiede ich mich aus dieser Aufnahme und sage, ciao, bis zum nächsten Mal.